Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich weiß, ich nehme es mit dem Handy auf und Mikro ist auch nicht so das Wahre, aber Entschuldigung dafür, ich habe keine Capture Card, weil das über den 3DS läuft. Ne, sieht man so. Ich wollte doch nur mal zeigen, ein schickes Spielchen. Muss ich nochmal hier mal. So. Ist für ein 3DS. Und heißt Nintendo. Das habe ich mir heute mal gekauft. Original. Das ist mein Wuffi. Upsala. Kann man die Packung auch mal zeigen? So sieht das aus. Ne? Ist zwar jetzt übers Handy, aber anders kann ich es nicht machen, weil ich keine Capture Card habe, weil die viel zu teuer ist. Ja, das heißt viel zu teuer. Es ist einfach so, dass ich da. Alter, scharf stellen, danke. Lissy. No. Wäre ein schöner Bildschirmschoner. Der Bildschirm wäre immer sauber, denn ne, so kann man die denn streichen auch. Ich weiß nicht, ob das was für euch wäre, aber also ich feiere das Spiel ohne Ende. Da. Ich muss mal. Der hat gerade in die Hand gebissen. Ist nur einhändig schwierig zu machen gerade. Also jetzt ein Spiel fast, was du auch einhändig hinkriegen würde. Das kann man so machen. Ja, streck mal einen Arsch in die Kamera. Das ist nichts ist fotogener als ein Hundearsch. Oder ein Welpenarsch. Gesundheit. 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 Meine Fresse. Hat er Schnupfen? So, ich wollte doch mal. Guck mich noch nicht so an. Du bist viel zu süß für die Welt. So. Hier kann man ja so auswählen, was man so machen kann. Zum Beispiel kann man bei Utensilien kann man sagen, zum Beispiel, ich muss mal, oh, so, kann man hier sagen, Frisbee spielen. Wobei ich auch sagen muss, wenn man den 3D-Effekt anhat, dann sieht das so dermaßen geil aus. Das ist unfassbar. Das hat er es gefangen gleich? Das ist ja geil. Ach, der hat wieder gelernt. Wenn es da so glitzert, dann lernt er. Und dann kommt wieder. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert, dass er es wiederbringt. Ich weiß nicht, ob das random ist oder so. Ich weiß das jetzt nicht genau. Wow, super. Der Kleine lernt. Oh, voll der Breakdance gerade. Yeah. Der ist noch ab und zu ist das auch ein bisschen glitchy, sag ich mal. Weil das doch. Naja, ein Frisbee, der in den Boden verschwindet.
oder in den Boden taucht. Das ist, naja, kann man so und so sehen. Das, aber sowas kann man halt machen. Utensilien, dann gehen wir nochmal hier durch. Ich will den Würfel mal wissen. Ich will den Würfel mal sehen. Doch nicht so. Den Würfel, Mensch. Lissi. Hol dir den Würfel. Doing, 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 doing. Hi. Ich finde das voll süß. Weiß auch nicht, wie ihr das seht, aber das, ich finde das extrem süß. Kann er mir auch wiederbringen? Oh, voll. Breakdance. Yeah. Zack. Na, der fliegt ja weit. Na gut. Ich will ja in dem Video noch ein bisschen mehr zeigen. Dazu ist es ja auch da. Das Video hier. Utensilien muss ich jetzt nicht, mein Boomerang und so. Wenn ich alles durchgehen würde, dann wäre das eine halbe Stunde. Ne? Eine halbe Stunde kann ich nur nicht machen, weil, naja. Ja, leck dir die Eier. Leck dir die Eier, du bist auf YouTube. Oh. So, hier kann man zum Beispiel auch sagen, ausgehen. Also ausgehen ist, wenn man jetzt auch den Power-Knopf drückt, also dann geht der Hund halt aus. Der geht dann halt mit einer Hündin aus. Also, wozu ich es auch sagen muss, das kann ich nebenbei mal erklären. Ich kann ja mal Gassi gehen hier. Und dessen erkläre ich euch das mal. Der Hund heißt ja Lissi, den ich hier habe. Was? Versuch doch mal einmal beim Gassi gehen deine Schrittgeschwindigkeit an die von Lissi anzupassen. Die Schrittgeschwindigkeit. Ich verstehe. Das muss aber nicht sein. Das Schrittgeschwindigkeit. Naja, die Schrittgeschwindigkeit bei manchen Dingen, die schafft der Hund gar nicht. Zum Beispiel in meinem Schritt, weißt du? Das verstehen nur die Größeren unter euch. So. Ja, was ich euch erklären wollte, also hier kann man den Leine nehmen und so. Kann man denn so. Ne? Ja, geh pissen, bis auf YouTube. Ach ne, geh. Ach, macht er nicht. Verwöhnter Hund. Der braucht auch immer Privat. Was? Der braucht auch immer Privatsphäre. Guten Abend, Lissi. Du, ja, der heißt halt Lissi. Ist ein Mädchenname, also, ja. Ne? Oh, Paula. Die Paula hat eine Kuh. Die Paula ist eine Kuh, die macht nicht einfach. Na gut, lassen wir das. Entschuldigung. Lissi ist, das ist ja eigentlich ein, das ist ein Rüde eigentlich, also ein männlicher Hund. Nur ich habe, wo ich das anfangs gespielt habe, also ich habe das ja neu angefangen heute, habe das ja heute erst gekriegt. Und da stand eigentlich nirgends, dass es ein männlicher Hund ist. Und einen männlichen Hund Lissi zu nennen, das war von mir aus ein Epic Fail. Ich weiß auch nicht, wie man es ändern könnte. Was? Wenn du deinen Hund wäschst, dann sei sanft.
aber gründlich. Wasche ihn sorgfältig von Kopf bis zur Schwanzspitze. Bis zur Schwanzspitze? Das ist ein Rüde. Ich will es gar nicht wissen. So. Entschuldigung. Ja. Eigentlich, was? Lissy hat sich schon mit Tico angefreundet. Ja. Sehen sie aus, als wollten sie gern noch etwas länger miteinander Alter, muss das denn sein? Möchtest du zusammen mit Paula in den Bergpark gehen? Nein. Ist zwar jetzt blöd für den Hund, aber ich will euch nur was zeigen und das, wenn das zu lange geht, ist doch blöd. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so. Ja, Pisse, du bist auf YouTube. Pissen? Die Leine guckt ruhig durch. Die Leine, die ist auch so ein bisschen buggy. Hier kann ich die einfach mal durch den Hund... Alter. Ekelhaft. Sag mal, machst du auch mal was? So. Warum ist der Pissstrahl eigentlich weiß? Oder durchsichtig? Normaler Pissstrahl von dem Hund ist eigentlich gelb. Wie bei sich selber. Ja, halt einen Arsch in die Kamera. Ja, eigentlich ist der ja gelb. Und können wir auch mal vorwärts gehen hier? Hallo? Vorwärts gehen. Achso. Ja. Wieso macht er das eigentlich auf dem Stein? Das ist total unlogisch. Ich meine, gut, es gibt Hunde, die das auf Stein machen. Das ist, also, auf Stein rumkratzen mit den Pfoten, nicht das, was ihr wieder denkt. Ja, das. Oh, Lisi, dich sehe ich abends ja eher selten. Hallo, André, wie geht's dir? Wie soll's mir gehen, ne? Jetzt wird's dunkel. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist ja geil. Ist ja schon wieder abends, Mensch. Wieder fix. Wenn ich auf Hinweisschilder stoße, dann tust du dir weh. Nein. Folge ich ihnen immer, ob in die Berge, ans Meer oder in die Stadt. So kommt man herum und trifft viele Leute. Am besten mit einer 9mm. Entschuldigung. Ja. Aber ich muss mich trotzdem noch entschuldigen, dass ich das mit dem Handy mache. Das ist nicht meine Art, eigentlich. Das mache ich eher ungern eigentlich, aber es geht ja nicht anders. Lissy und Lana scheinen sich gut zu verstehen. Ja, dann macht man ein Date. Dann macht die Alte klar hier. Auch wenn du Lissy heißt. So. Alter, wenn ich davon Let's Play machen würde, das ist ja... Mein gut, für ein DS gibt's ja was. Also für einen Emulator, für einen DS-Emulator. Ich kann das jetzt nicht so... Ich weiß nicht, wie ich das machen soll mit dem... mit dem doppelten Bit-Display. Ich muss ja beides dann aufnehmen und das... also nicht hier vom 3DS, sondern ich habe einen normalen DS-Emulator. Da gibt's ja auch Nintendogs. Ist nur schwierig, das so zu machen. Ja, wie soll ich sagen, mit der Sprache und so, weil der Wuffi und so, die reagieren da ja auch drauf. In den Bergpark gehen, nein, das will ich nicht. Alter, 14 Minuten schon. Dann gehen wir nach Hause hier. Nein. Achso. Schon sagen, warum driftet der ab? Hier schlag dich mit der. Nein, das mache ich nicht. Dafür ist er zu süß. Das hätte ich so. Besser, aber.
Nein, das mache ich nicht. Das würde ich privat auch nie machen, ohne mit alleine schlagen, das geht nicht. Das ist... Bist du fertig? Noch nicht. Ich habe es nämlich eilig, ich wollte hier nicht allzu sehr rumhängen. Da gehe ich mal vorbei. Du alte Schlampe, du kannst aufhören zu winken. Na, scheißt du? Ah, guck mal, Frühstück, ein Frühstücksei. Ein Frühstücksei. Oh, habe ich es liegen lassen? Eigentlich wollte ich es wegräumen, aber naja, der Hund sieht es anders. Entschuldigung, ich wollte es eigentlich wegräumen. Scheinbar scheint es ja nicht zu stören. Das ist halt die deutsche, das ist halt die heutige Gesellschaft, ne? Oh, das sieht so niedlich aus. Und hier fress mal meinen Stab. Oder kann ich den eigentlich? Oh Mann, kann ich? Warte mal, bleib mal so stehen. Mann, ich will dir das Ding in den Arsch schieben. Entschuldigung, aber... Entschuldigung, wenn das sein muss, aber ich will dir das Ding... Ich will ihm das Ding in den Arsch schieben. Warte mal. Nein. Oh, ich mach so viel Scheiße. Ich will mir so viel Scheiße machen, obwohl ich das gar nicht machen möchte. Weil das immer so lustig ist. Was? Dein Haus hier scheint durstig zu sein. Wie wär's, wenn du ihnen etwas zu trinken gibst? Ja, hier ein Stück. Hier ein Schluck Bier. Einige sieht man gar nicht. Nein, Hunden gibt's kein Bier. Nein, das macht man nicht. So. Soll ja nur ein Scherz gewesen sein. Nicht, dass ihr das auch noch macht. So, dann machen wir Utensilien. Dann machen wir Wasser. Also Wasser aus der Flasche, also aus der Leitung reicht doch eigentlich ja auch, ne? Lissi, kannst du mal... Ein Let's Drink. Das ist das Let's Drink von Lissi. Ja, halt mal den Arsch in die Kamera. Lissi. No. Voll der coole Bildschirmschoner, ey. Den Bildschirm brauchst du nie wieder putzen, wenn du den hast. Dann mach ich nicht mal. Ich wollte euch das eigentlich nur zeigen, das Spiel. Ich weiß nicht, warum das schon wieder 19 Minuten geht hier. Ich komme da nicht von los. Entschuldigung, Leute, aber ich spiele das echt zu gerne. Ich bin ja echt hier lieb. Und sowas finde ich einfach nur süß. Und das kann ich euch jedem empfehlen, das Spiel. Weil ich kann mir ja keinen Hund halten. Das ist das Problem bei mir. Und sowas... Das spiele ich extrem gerne. Ich weiß nicht, wer das kennt. Aber ich habe damals mal... für mein iPod und damals für mein iPhone, wo ich noch eins hatte, hatte ich ja... wie heißt das? Touchpads Dogs habe ich gehabt. Habe ich auf dem iPod gehabt und auf dem iPhone.
Moment. Das Problem da war aber, es war ein richtig astreines Spiel, war so ähnlich wie das hier, nur die haben nachher leider den Support eingestellt, also die haben die Server abgeschaltet. Und das war ja ein Online-Spiel. Was hat er hier? Satt, nicht durstig. Achso, habe ich ja. Ja, gut. Ja, was kann ich auch? Kann ich auch noch zeigen? Ich kann euch ja mal indessen mal hier den Bumerang zeigen, weil den wollte ich auch mal sehen. Ich habe den Bumerang ja auch noch nie gesehen. Der sieht sehr komisch aus. Nissi, komm mal her hier. Ja, die Server wurden halt abgeschaltet, weil es ein Online-Spiel war. Und. Autsch! Voll gegen den Kopf gekriegt. Yay! Ja, die wurden abgeschaltet, die Server. Und. Ich weiß nicht warum. Ich meine, gut, es war ein Free-to-Play-Game. Also ich habe da für das Spiel habe ich jetzt sehr teure 44, also fast 45 Euro bezahlt. Zwar ist halt neu, aber ich weiß nicht, was mit Nintendo manchmal ist. Bei aktuellen Games kann ich das extrem verstehen, zum Beispiel Omega Rubin oder Alpha Saphir oder so. Aber bei dem, das ist, weiß ich nicht, von wann ist denn das? Von 2013? So, von 2013 ist das. Das Spiel hier. Und da kann ich das nicht so verstehen. Da frage ich mich, warum geht das bei anderen Spielen für PC oder für Konsole, also für andere Konsolen, warum geht das da günstiger und warum bei Nintendo nicht? Das verstehe ich nicht. Die machen das, die senken immer die Preise bei Dings. Ich habe hier bei dem Spiel hier, habe ich auch im eShop geguckt. Das kostet auch noch, das ist, glaube ich, noch teurer. Ja gut, noch teurer nicht, aber kostet, glaube ich, auch 45 Euro oder so. Aber es ist trotzdem, naja. Ist trotzdem teuer, finde ich. Für ein Spiel von 2013 ist das schon, naja, eine kleine Hausnummer, sage ich mal. Aber für Leute, die sowas abfeiern, so wie ich, ne, die können, die, also ich kann mir das gerade mal leisten, also ich kann. Nö. Ich spiele das halt gerne und da, warte mal, ich probiere was anderes aus. Ich habe noch so viel hier. Den Würfel hatten wir schon, den Tennisball. Den kann man ja auch mal testen. Zack. Boing, 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 boing. Ja. Ich muss es bald mal wieder aufhören, weil der Speicher ist bald voll. Und ja. Ist ein sehr schönes Spiel. Kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr auch gerne einen Hund haben wollt, aber nicht könnt. Sei es Wohnungsgründe, Vermieter oder so. Oder, ja, gibt auch welche, die keine Verantwortung mehr nehmen können. Die, ne, das will ich auch keinen vorwerfen. Das ist ja, ich kann es ja auch nicht. Würde ich das schon, aber der Vermieter meint was anderes. Und ich aus der Wohnung hier rausfliege, gehe ich lieber
naja, den Kompromiss ein, sag ich mal. Und, naja. Für mich ist das ein schönes Spiel. Das kann ich sehr, das werde ich demnächst sehr viel suchten. Das weiß ich jetzt schon. Und, ja. Ist auch sehr niedlich gemacht. Also, ich habe es auch lange in 3D gespielt hier. Ich mache das jetzt in 2D, weil in 3D, wenn ich das in 3D filmen würde, kann ich ja mal einschalten, das sieht so beschissen aus einfach. Guckt euch das mal an, das ist. Das sieht man hier nicht. Wollte ich nur gezeigt haben. So. Lissi. Ja, dich meine ich. Oh. Ich finde das so niedlich immer. Vor allem so Mikro und alles, die sehen einen auch und alles. Und das ist einfach so niedlich gemacht einfach. Das ist unfassbar. Das ist echt niedlich gemacht. Voll süß. Gib links. Lissi. Sitz. Gib links. Fein. Gib rechts. Hier voll der Hitlerhund. Gib rechts. Gib rechts. Gib rechts. Gib rechts. Gib rechts. Sitz. 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 Gib rechts. Alter. Sitz. Gib rechts. Gib rechts. Gib rechts. Sitz. Sitz. Gib rechts. Sitz. Gib rechts. Alter. Ich will den Hitlerhund haben. Sitz. Gib rechts. Alter, ey, das gibt's so nicht. Sitz. 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 Lissi. Sitz. Sitz. Gib rechts. Sitz. Gib rechts. Alter, leck mich um. Sitz. Gib links. Alter, der will mich doch verarschen. Meine Fresse, das gibt's so nicht. Gut, wollte ich nur gezeigt haben. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und mein kleiner süßer Lissi, hört sich falsch an, aber oder komisch, weil ist ein Rüde und das Mädchen, ihr wisst ja Bescheid. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren und
Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.